Wolfgang Schäuble ist tot. Deutschlands Politelite ergeht sich in Beileidskundgebungen. Ein großer Demokrat ist von uns gegangen. Ein großer Europäer ist nicht mehr. So lauten die Überschriften der Beileidstelegramme von Bundeskanzler Scholz abwärts bis zu den Eliten der Europäischen Union. War Wolfgang Schäuble ein guter Mensch? Das weiß ich nicht. War Wolfgang Schäuble ein guter Politiker? Sicher nicht. Die sogenannte Euro-Rettung des damaligen Ministers Wolfgang Schäuble hat nicht dazu geführt, dass wir den Euro gestärkt hätten, hat nicht dazu geführt, dass wir die europäischen Bürger in ihrer ökonomischen Freiheit beschützt hätten. Die sogenannte Euro-Rettung hat auch nicht dazu geführt, die Griechen zu retten, sondern die Euro-Rettung einer Angela Merkel und eines Wolfgang Schäuble haben ausschließlich dazu gedient, den korrupten Managern der Deutschen Bank aus ihrer Schlinge zu helfen. Hat Wolfgang Schäuble Schlechtes in der Politik getan? Ja, er hat unverbrüchlich Angela Merkels Wir schaffen das Politik unterstützt und gleichsam in jenem Chor mitgeheult, dass jeder, der Angela Merkel und die Wir schaffen das Karawane aus 2015 kritisierte, als Rechtsextremer, als Nazi diffamiert wurde. War Wolfgang Schäuble ein moralisch integrer Politiker? Nein. Seine Verquickungen in die CDU-Parteispendenaffäre rund um Helmut Kohl wurden justiziell nie aufgearbeitet. Nein, sie durften nie aufgearbeitet werden. War Wolfgang Schäuble ein guter Parlamentarier? Nein, denn seine Äußerungen im Zusammenhang mit dem wahnwitzigen Corona-Missmanagement zeigen, dass ihm sein Mandat wichtiger war als die Grund- und Freiheitsrechte des deutschen Bürgers. Wolfgang Schäuble war kein guter Politiker. Politik war für ihn mehr Selbstzweck als Berufung. Sein politisches Leben definierte er über Mandate und Funktionen, die er 50 Jahre mit strenger Hand innehatte und behielt. Und gerade deswegen, lasst Wolfgang Schäuble in Frieden ruhen. Denn mehr als jeder andere Mensch braucht er diesen Frieden und die Vergebung.